Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Es ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges hier, und zwar, passt auf. Ich habe mir mal diesen Bosskampf mit diesem Drachen ein bisschen durchgelesen. Und in dem Guide steht, dass man hier an dieser Stelle normalerweise mit allen drei Charakteren kämpfen würde. Also Kiros, Laguna und Watts. Oder Wade. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Und bei mir ist das einfach nicht passiert. Ich habe nur Kiros an meiner Seite. Ich verstehe das nicht. Ich meine, klar, storytechnisch macht es Sinn, weil Wade Watts, wie auch immer er hieß, hat, oder beziehungsweise arbeitet er jetzt im Gefängnis als Putzkraft oder sowas. Klar, macht Sinn, dass er nicht mehr kämpft, aber warum? Was habe ich in der Story falsch gemacht, dass er auf einmal nicht mehr an meiner Seite ist? Das ist super weird. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als es weiter zu versuchen. Was soll ich tun, Leute? Klar, wir sind nur zu zweit. Ist dumm. Greift er wieder den an, der gerade keine GF aktiv hat. Okay. Boah, es wird halt richtig schwer. Es wird super schwer werden. Vor allem da ich halt keine drei Charaktere habe. Ich möchte nur kurz mal hier gucken. Ich bin in den Guide irgendwie vollkommen anders. Egal. Weil ich habe auch gelesen, dass der verdammt viel Leben hat. Und deshalb frage ich mich auch, wie ich das mit zwei Charakteren schaffen soll. Wird ziemlich schwer werden. So, da bin ich. Der schwackt wie über Eis. Deshalb wird sich auch lieber. Ja, nein. Natürlich. Ja. Hier steht leider gerade gar nichts. Tja. Weil hier steht. Hier war es ein Ward. Ward heißt der, Entschuldigung. Das ist wirklich kein Sinn. Ich verstehe es nicht. Vor allem Laguna ist gleich wieder tot. Ja gut, was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Wow, muss ich Megaproschen einsetzen. Ja, geil!
Ja, geil. Boah, dieser Kampf ist, einfach nur krass. Das ist eine verdammte Menge. Hier steht sogar, wer schon Level 60 hätte, er ist 40.000 Leben. Bei Level 100 sogar 89.000. Alles klar. Okay. Hier steht, ab Level 30 hat er 19.975. Ich bin ein Level vor Level 30, deshalb gehe ich davon aus, dass er 19.000 in die Runde hat. Und das, wie gesagt, ist viel. Boah, ich hasse das, dass der immer auf den geht, der gerade keine GF aktiv hat. Das ist so krass. Ich meine, natürlich ist es schlau, klar, aber... Shiva dürfe ich eigentlich nicht verlieren, ey. Shiva darf ich eigentlich nicht verlieren. Boah, okay. Das Gute ist, Shiva macht ja guten Damage. Shiva macht 1500 Damage. Wenn er 19.000 hat. Ein paar Runden. Wenn jetzt Questerkottel auch jede Runde noch mal um die 1000 macht. Ich glaube, er macht keine 1000, aber 900 irgendwas. Jetzt sind wir bei 2400 die Runde. Oh, diesmal geht er auf Okay raus, okay. Oh, aber wie gesagt, Shiva sollte ich nicht verlieren. Shiva sollte ich nicht verlieren. So. Nochmal 1500. Ich denke, mit Keros werde ich eine weitere Mega Potion benutzen. Weil es gerade ein bisschen knapp wird. Ich denke, das war gut. Ich hoffe es mal zumindest. Oh nein, 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 nein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Ich darf Shiva nicht verlieren. Ich darf Shiva nicht verlieren. Oh, das wäre richtig schlecht, wenn ich Shiva verlieren würde. Das könnte mir unglaublich zum Verhängnis werden. Wie viele Runden haben wir jetzt hinter uns? Wie viel habe ich ihn abgezogen? Hat einer mitgerechnet? Ich nämlich nicht. Oh oh. Oh oh. Shiva. Oh Gott sei Dank, Shiva geht durch. Shiva geht durch. Okay, sehr gut, sehr gut. Bis jetzt sieht es noch gut aus, Leute. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hoffe, ich bekomme jetzt wieder richtig auf die Fresse. Kann natürlich noch passieren. Wie gesagt, außer dass Shiva gleich tot ist, sieht alles gut aus. Ich denke, ich habe den schon ordentlich abgezogen.
Okay, er geht auf Quetzalcoatl. Das ist mir egal. Weil selbst wenn Quetzalcoatl drauf geht, ich habe mit Laguna noch Alexander. Alexander ist auch ganz in Ordnung. Hier steht auch drin, dass Alexander noch sehr gut gegen ihn wäre. Dadurch, dass ich Alexander aber noch nicht so hart trainiert habe, ist halt Alexander noch ziemlich low. Ja, also. Ich hätte Alexander vielleicht Kiros geben können. Aber ja gut, ich hätte ja natürlich nicht wissen können. Welche GF als erstes drauf geht. Das kann man natürlich ja vorher nicht ahnen. Das hätte ja auch Quetzalcoatl treffen können. Und das war's mit Shiba. Das war's mit Shiba. Ja gut, dann werde ich mit Cerberus mal Triple und so machen. Oh, der Shiba weg ist es jetzt schlecht. Das ist schlecht. Komm schon. Ja, von mir aus. Von mir aus. Okay, machen wir Triplett. Kann nicht schlecht sein, das kann definitiv nicht schlecht sein. Sehr gut. So, Quetzalcoatl. So, mit ihm mache ich jetzt Triple Ultima, würde ich sagen. Triple Ultima. Macht 720. Das wären dann insgesamt 2100. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Quetzalcoatl geht auch gleich drauf. Aber wie gesagt, ich habe noch Alexander in der Hinterhand. Ist immer noch nicht tot. Gibt's nicht. Feuerrampe bringt halt nichts. Jetzt nur noch Eis machen. Mit Kiros sieht es nicht mehr so gut aus. Der Boss hier verlangt einem auch alles ab. Der ist echt nicht schlecht. So, Triple Ice. Come on. Ice wird natürlich jetzt nicht so viel ziehen. Egal. Ah, shit. Ich hab gehofft, ich bin noch schnell genug. Leider nicht. Wie viel Leben hat der denn noch?
Oh, nice. So, nochmal Quetzi. Ah, so, nee, ich muss doch jetzt langsam an den 19.000 dran sein, oder? Allein mit Shiba habe ich ja bestimmt schon 7.000 gemacht. Wenn ich dann jedes Mal noch die 1.000 von Quetzi mitnehme, bin ich bei 12.000, 13.000. Wenn ich dann noch die 2.000 von Ultima nehme, bin ich bei 15.000. Shit! Das gibt es doch gar nicht. Okay, Quetzi könnte natürlich jetzt sterben. Wäre nicht allzu schlimm. Ja, das war's mit Quetzi. Schade. Okay, Alexander, it's your turn. Okay, er geht auf Alexander. Boah, Leute, ey, ich bin... Oh! Ja, easy! Ne, das wird definitiv nicht easy, ey. Heilige Scheiße! Krass. Boah, da gibt's sogar Erfahrungspunkte. Aber on fucking mass, Alter. Beide Level 29. Kampfbrocken. Durch diesen Stein bekommt man Mut. Okay. Ifrit erherrscht. Anfeuern. Cerberus, Level up. Oh, nice. Wie viele von denen laufen noch hier rum? Lass uns verschwinden. Was zum Henker ist das? Ich kann die Verbindung nicht trennen. Welche Verbindung? Bist du es, Squall? Ja. Ich nenne meine Fähigkeit Verbindung. Ich schlafe gerade, daher habe ich keine Kontrolle. Es tut mir leid, Squall. Bleib noch ein bisschen hier. Lass mich jetzt zurück. Hier ist sie nicht. Was ist mit Elion passiert? Sie wurde von Esther-Soldaten entführt. Ich wollte unbedingt nach Esther. Ich war überall und... Esther sucht doch die Nachfolgerin von Adele. Der Esther-Hexe? Ja, ja, genau das. Ist sie ihre Tochter? Nein, aber sie ist so niedlich, ich will ihre Stimme wieder hören. Ich will die Stimme von Renoir hören. Ist alles in Ordnung? Die Elfen wieder. Ich weiß, dass ich Idea so ziemlich verrückt gesprochen habe. Ich will ihre Stimme hören. Ich will Renoa sehen. Ich vermisse sie. Ich kann sie ja vielleicht retten. Die Vergangenheit lässt sich nicht verändern. Das weiß ich jetzt. Nachdem ich entführt wurde, ist Onkel Laguna losgezogen. Deswegen konnte er nicht bei Rain sein, als sie starb. Rain wollte Laguna seinen neugeborenen Sohn zeigen. Sie rief immer seinen Namen. Ich wollte, dass er zurückkehrt. Aber es klappte nicht. Ich konnte nichts machen. Außerdem kann ich euch nur zu jemandem schicken, den ich persönlich kenne. Es tut mir leid, Squall. Die Verbindung bricht ab. Ich werde es bald wieder versuchen. Elion. Ich will... Ich will Renoirs Stimme hören. Ich muss in die Vergangenheit, um sie zu sehen.
Ich muss alles ungeschehen machen. Elion! Elion! Hörst du mich? Schick mich in die Vergangenheit. Dorthin, als das mit Rinoa passierte. Elion antwortet mir nicht. Sie ist auf dem Schiff der Weißen Seeds. Weiße Seeds. Seeds der Hexe. Die Seeds der Hexe Idea? Genau. Idea weiß vielleicht, wo ich sie finden kann. Dann finde ich vielleicht Elion. Und dann die Vergangenheit. Alles klar. Gut. Ich muss gerade mal wieder hier eine Map öffnen. Wo bist du denn? Gott, ich habe keine Ahnung. Da. Okay. So, weil ich muss ja jetzt wahrscheinlich wieder, wie er schon sagte, zu Idea nach Hause. Zu guten. Aber wisst ihr was, Leute? Das machen wir wahrscheinlich erst im nächsten Part. Ich denke, der Kampf hat jetzt ordentlich erstmal reingehauen. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich jetzt erstmal hier ein bisschen hinlegen. Wo auch immer das nochmal war. Hier? Ne, da war die Mensa. Ach, weiß war es, glaube ich, ne? Also hier. Beziehungsweise grau, ja. Okay. Gut. Leute, damit würde ich sagen, wir haben es geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf jeden Fall, aber ich finde es ein bisschen unfair, dass ich kein Ward dabei hatte. Naja, was soll ich tun? Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Dann fliegen wir zurück zu Idea und werden gucken, ob sie uns helfen kann, die Weißen Seeds zu finden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.